hilft mir überhaupt? Naja, in erster Linie wollen wir einfach mal frische Luft ins Gebäude holen. Als zweites, wir kochen, wir atmen, wir gehen duschen und diese feuchte Last muss irgendwie aus dem Gebäude raus. Und als drittes produzieren wir Gerüche und auch die müssen irgendwie rausgelüftet werden. Aber wie lüftet man eigentlich richtig? Das geht so. Die Fenster für 3 bis 5 Minuten komplett öffnen. Dadurch findet ein vollständiger Luftaustausch statt. Das nennt man übrigens Stoßlüften. Das sorgt für viel frische Luft, ohne dass der Raum auskühlt. Ganz wichtig dabei ist es, dass man erst das Heizungsthermostat runterdreht, da sonst die Heizung einfach losbollert. Das gilt auch für Fenster auf Kipp. Aber gekippte Fenster, das sollte man eh lassen, denn dadurch hat man überhaupt nicht den notwendigen Luftaustausch und kühlt den Raum nur unnötig aus. Werfen Sie Ihr Geld nicht durchs gekippte Fenster raus. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie jetzt auf diesen Link.